Willkommen zur 212. Heute mal alleine, aber es ist auch ein wichtiges und spannendes Thema an dieser Stelle, denn es geht um den Battlefront 2 Trailer, der aus Versehen geleakt worden ist. Es ist auch ein sehr kurzfristiges Video, aber ich wollte euch auf jeden Fall die Analyse noch bringen. Also, was kann man sehen? Ich werde, glaube ich, auch noch versuchen, ein paar Bilder einzublenden. Ich hoffe, dass EA da keine Probleme macht und ja, fangen wir direkt an. Das Wichtigste erstmal vorab. Und es sieht so aus, als ob wir alle Star Wars Ehren spielen können. Das heißt, wir werden Clone Wars spielen können. Wir werden, wie in Battlefront, was wir jetzt 2015 erhalten haben, ganz normal von Episode 4 bis 6 spielen können. Und wir werden von Episode 7 bis 8 höchstwahrscheinlich spielen können. Denn man sieht auch, dass Rey und Kylo Ren vorkommen. Gleichzeitig sieht man auch am Ende, dass was etwas verwunderlich ist, dass Vorbesteller die Last Jedi hier erhalten bekommen werden. Doch, ja, höchstwahrscheinlich werden die anderen das auch noch bekommen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Vorabzugang sein soll, aber wäre zumindest komisch, wenn nicht alle darauf Zugang hätten. Oder Zugriff hätten, so. Mit zu den weiteren spannendsten Momenten in diesem Trailer gehören wahrscheinlich die Szenen, wo wir die Helden sehen. Und zwar sehen wir da einmal Rey und Kylo Ren. Also, wie schon gesagt, die Episoden 7 bis 8 werden höchstwahrscheinlich auch dabei sein. Und Darth Maul und Yoda. Und ich glaube, das ist so, worauf wir alle gewartet haben. Ein Moment, der, ja, und vor allem auch grafisch gesehen, unfassbar stark inszeniert ist. Gleichzeitig auch kann man Ausschnitte aus der Kampagne sehen. Und da scheint es so, dass man einen Soldaten spielen würde. Um genau zu sein, sogar eine Frau, die dann auf Endor ist. Wobei dann zeitgleich der Todesstern in die Luft gejagt wird von den Rebellen. Aus Episode 6. Und das ist noch nicht ganz bestätigt alles, also alle diese Informationen sind zwar jetzt nicht ganz bestätigt, aber es ist höchstwahrscheinlich offiziell, denn es wurde auch auf der EA-Seite gepostet und wieder runtergenommen, also nur an dieser Stelle, damit ihr Bescheid wisst. So, was kann man noch sehen? Und zwar kann man verschiedene Schlachten sehen, was auch sehr interessant ist, und zwar dann sieht man auf Hoth den Kampf zwischen Rebellen und, ja, dem Imperium. Und dabei ist auch ganz lustig, dass es anscheinend Tauntauns geben wird. Das sind diese Reittiere aus Episode 5, die wir auch aus, vielleicht aus, wenn ihr Robert Chicken geguckt habt, die da auch sehr lustig dargestellt wurden. Tja, es scheint auch so, als könnten wir auf Naboo spielen. In einer ganz kurzen Szene sieht man AT-ATs, die in dieser, ja, Stadt entlanglaufen. Wir kriegen auch wieder zu Gesicht den rasenden Falken, was auch natürlich interessant ist. Das hatten wir ja auch schon in Battlefront 1. Ob es Luftschlachten mit Bodenschlachten gleichzeitig geben wird, ist natürlich eine andere Frage. Aber wir denken, dass EA das so wie in Battlefront 1 regeln wird, dass man vielleicht auf dem Boden kämpfen kann und dann vielleicht irgendwie in ein Fahrzeug steigen kann und dabei dann auch in Luftfahrzeuge. Ein weiterer uns bekannter Ort ist die Starkiller Base, wo man auch sehen kann, dass sehr viele TIE Fighter abheben. Und wir wissen jetzt noch nicht, wie es genau ablaufen wird, ob man vielleicht in der Atmosphäre oder außerhalb der Atmosphäre der Starkiller Base kämpfen wird. Jedoch sieht es extrem gut aus und ja, wir können auf jeden Fall auf etwas, eine großartige Inszenierung gespannt sein. Kommen wir jetzt zu dem letzten Bild, und zwar das Hauptbild oder Titelbild. Und hierbei kann man einmal ein paar interessante Dinge sehen. Und zwar sehen wir auf der linken Seite Rey mit einem uns vielleicht noch gar nicht bekannten Lichtschwert. Denn man kann hinter Rey nicht erkennen, ob es vielleicht sogar ein Doppellichtschwert ist oder nicht. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber ja, ich werde jetzt dieses Bild natürlich auch einblenden und dann seht ihr, was ich meine. In der Mitte können wir dann gut diese Rebellenkämpferin sehen, die höchstwahrscheinlich halt auch beim Imperium gekämpft hat oder vielleicht auch noch beim Imperium kämpfen wird. Und auf der rechten Seite sehen wir Darth Maul. Sehr nice auf jeden Fall. Kommen wir jetzt zu dem Hintergrund dieses Bildes, was vielleicht nicht ganz so eindeutig ist. Jedoch können wir republikanische Venator-Kreuzer sehen, einen Sternzerstörer, der explodiert, und auch separatistische Schlachtkreuzer, was auch sehr interessant ist. Denn wir können da einmal die Providence-Klassen sehen, das sind die Raumschiffträger-Zerstörer, die wir auch aus, also Clone Wars kennen, und einmal die Landeschiffe der Separatisten, welche Droiden abgesetzt haben. Jetzt sind wir auch schon wieder zum Ende des Videos angekommen. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen, diese kleine Analyse zum Battlefront 2 Trailer. Ich bin auf jeden Fall sehr gehypt und ich denke auch, dass Battlefront 2 wahrscheinlich viel
viel, viel besser ankommen wird als Battlefront 1, da Battlefront 1 natürlich auch diese Einschränkung hatte, da es nur die Prequels waren und es ja auch in einem sehr kurzen Zeitraum von EA produziert worden ist, um das noch kurz vor Episode 7 rauszubekommen. Mein Kamerad hier bei der 212. ist auch ein riesiger Star Wars Spiele-Fan, besonders bei Battlefront, ich natürlich auch, und deswegen werdet ihr auf jeden Fall Videos zu Battlefront 2 erhalten von uns. Also gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt, und bis zum nächsten Mal. Eure 212.